Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Randall's Monday, während ich gerade noch meine Kopfhörer noch mal leiser drehen muss. Ja, wir hatten ja das letzte Mal, oh mein Gott, unserem lieben Freund Bruno hier ein wenig zur Seite gestanden und er hat uns, ja, er wollte uns von seinen großen, tiefen Gefühlen erzählen, die er hat im Sinne dieses Wettbewerbs, dass er nicht verlieren möchte gegen Alan! Und genau da setzen wir jetzt unsere kleine Ansprache oder unser Training fort. Wir wollen ihn ja trainieren, da bin ich also, ja mal gespannt. Bruno. Genau, Bruno, dein Training. Dein Training beginnt jetzt. So Perfekt. Sieht's aus. Wie sollen wir es angehen? Warum legen wir nicht einfach ein bisschen 80er Classic Rock auf und du ja, genau. Machst irgendwas? Ich schau mir das an und nicke dazu. Gefällt mir. Erinnerst du dich an Ivan Drago aus Rocky? Stell dir einfach vor, der ist dein Gegner. Das bringt mich richtig in Fahrt. Gehen wir's. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Musik dazu. Okay, es ist abgewandelt. Gott sei Dank. Geil. Schaut euch. Ich quatsche einfach mal ein bisschen drüber, weil ich nicht genau weiß. Wie spuckt der dabei? Oh. Wahnsinnstraining. Wahnsinnstraining. Na? Wie fühlst du dich? Bravo. War noch nie besser, als könnte ich die ganze Welt bespucken. Wow, alles in unter einer Minute. Ich bin echt gut. Beste Minute aller Zeiten. Ja, fühl mich bullenstark, obwohl da vielleicht auch die Stierhormone, die ich vor kurzem genommen habe, was damit zu tun haben. Bullenspeiche, das gefällt mir. Alter. Das war's aber absolut wert. Sehe ich genauso. Ja, ganz toll, Bruno. Wir müssen ja noch ein paar Sachen machen. Wir müssen ihm ja noch Glück verschaffen und Weisheit, oder was war das nochmal? Ich muss nicht mit ihm reden. Ich muss diesen Zaubertrank zusammenbrauen und Alan loswerden. Ja, genau. Wir müssen ja Sachen, die Glück bringen, müssen wir ja... Dafür ah, nee, da bauen wir ja die Bombe. Wir müssen nochmal, glaube ich, Glücksklee anpflanzen vielleicht, oder? Boah, ich habe schon wieder keine Ahnung. Dem müssen wir ja noch was abluchsen. Wenn wir... Was will der nochmal von uns haben? Mit dem habe ich schon genug gequatscht. Können wir ihm das nicht wegnehmen? Mit dem habe ich schon genug gequatscht. Ah, der Sleazy ist immer noch ganz, ganz sauber am Rauchen. Natürlich, ihr raucht nicht. Ach du Scheiße. Suchen. Komisch. Ist das überhaupt Klee? Die nehme ich nirgendwo mit hin. Oh, guck mal, hier oben. Das muss Jakes Nest sein. Wer ist denn Jake? Ach so, der ich Vogel. Ich komme nicht ran. Hier, dann nimm doch die Jätekralle. So. Boah, hier hat sich ja echt alles verändert. Wie krass. Die Vogelscheuche stinkt jetzt, aber die Katze scheint ganz angetan vom Geruch. Ja, die scheint wohl eher paralysiert. So rum. Parallelisiert. Nein. Ich sag's einfach nicht. So, wir probieren es mal mit der Gartenkralle. Da komme ich nicht ran. Ja, dafür musst du erst bis ans andere Ende des Bildes laufen, um mir das zu sagen. Ach, guck mal, wir haben doch noch den Rechen. Ernsthaft? Nein. Ach, komm. Aber ich glaube, ich habe es auf den Ast angewendet. Moment, Nest. Da komme ich nicht ran. Nee, ach. Genau. So, Apfel. Da komme ich nicht ran. Also, und das ist jetzt genau das, worüber ich... Weshalb mir jemand geschrieben hat jetzt, ich wollte das eigentlich nicht ansprechen, aber ich muss das jetzt mal loswerden, ganz ehrlich. Wo ist denn da jetzt, du weißt, dass du gemeint bist und sagst zu mir, ich beschwere mich darüber, dass es nicht nach meiner Nase läuft, wie das Spiel aufgebaut ist. Was ist das für eine Logik? Wir haben einen Rechen und können hier das Nest nicht runterholen. Was ist das für ein Scheiß? Ich komme nicht ran. Er sagt, er kommt nicht ran. Das muss Jakes Nest sein. So eine Logik verstehe ich nicht. Das ist nicht meins. Na gut, dann benutzen wir mal die Gartenkralle mit dem, Wenn du das für eine gute Idee... Ja, Ruhe. Aber guck mal hier... Ach nein. Wir müssen jetzt das vierblättrige Kleeblatt suchen, oder? Warte mal. Boah! Vielleicht müssen wir das auch runterspülen. Den kann ich erst benutzen, wenn ich das Wasser zum Laufen gekriegt habe. Ja, ja, warte mal. Vielleicht können wir das Nest auch runterspülen. So. So, hier oben. Das muss nicht bewässert werden. Mensch, warte. Das muss nicht bewässert werden. Okay, das können wir auch nicht machen. Das muss nicht... Okay, gut. Na, dann sollten wir...
das vierblättrige finden, würde ich mal sagen. Hier ist doch mit Sicherheit ein vierblättriges Kleeblatt drin, oder? Hier, hier ist es. Da. Hey, was ist denn hier? Ein original vierblättriges Kleeblatt. Mir entgeht nichts. Ich sollte vielleicht Wimmelbildspiele machen oder so. Das kann ich eigentlich ganz gut. So, haben wir doch. Gehen wir mal in die Küche und schauen, dass wir das geregelt kriegen. Ach, guck mal hier, unser Thron ist ja noch. Und unsere Türsteher, oh mein Gott. Mortimer, der arme Hund, der da immer noch hockt. Ellen, um den kümmern wir uns später. Wir gehen mal runter in die Küche, mal gucken. Wir werden ja sicherlich unser Süppchen hier kochen können. Das eine Kleeblatt rein. Ein bisschen Glücksgemüse. Hui, jetzt kommt sogar noch eine geile Formel dazu. Ich bin ja ganz begeistert. Eine Prise Hufeisen für den feinen Geschmack. Ja. Geil. Haben wir noch was, was mit Glück zu tun hat? Bombenanleitung. Haben wir da schon was reingehauen? Ich weiß das gar nicht mehr. Den kann ich nicht mit Blut. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich unser geiles Glas nehmen. Dafür ist das... Dann müssen wir vielleicht reingucken. Ich habe schon ein paar Zutaten reingeworfen, aber irgendwas fehlt noch. Es fehlt noch etwas, was Glück verspricht. Vielleicht so. Lieber nicht. Ich probiere jetzt einfach mal... Ich habe keine Ahnung. Wozu haben wir eigentlich noch diese Schachtel? Da sind ein paar Samen drin. Vielleicht bringen wir Samen Glück. Da will ich nichts hin. Okay, gut. Das ist keine gute... Okay. Ach, vielleicht ein bisschen Dünger. Hier, komm, hier. Für den Bruno ist uns nichts zu schade. Okay. Hätte sein können. Gartenkralle. Wenn du das findest... Ja. So. Ach, vielleicht war was in dem... In dem Nest. Vielleicht ist das, was uns fehlt, in dem Nest. Wir reden mal mit Jake. Hey, Krähe. Ja, der redet bloß nicht mit uns. Für den habe ich jetzt einfach nicht die Geduld. Okay. Bücher. Ja, okay, da sagt er auch nichts Neues. Das kennen Bücher. Wir. Das kennen wir. Gut, hier können wir anscheinend noch nichts ausrichten. Nee, mit Ellen will ich noch... Es ist immer schwierig abzuschätzen, ob das jetzt unsere aktuelle Aufgabe ist oder ob wir wirklich geradlinig einer Sache folgen können. Meistens ist es ja nicht so, dass wir das können. Aber, wie kommen wir da oben ran? Mit dem Brecheisen? Da komme ich nicht. Ja, das war ja klar, ne? Dass du das dir da nicht kannst. Vielleicht müssen wir den Rechen mit dem Gartenschlauch verbinden. Nein. Vielleicht müssen wir... Ist der Baum hohl? Vielleicht müssen wir das mit dem... Das muss nicht bewässert werden. Vielleicht müssen wir auf die Katze. Das muss nicht bewässert werden. Vielleicht müssen wir auf die Vogelscheuche. Das muss nicht bewässert werden. Okay. Ja, klar. Ich spreche mit einer Vogelscheuche über meine Probleme. Ja, fang mal an, ne? Der Tag ist noch jung. Hast Zeit. Akon Garden? Hat da jemand die deutsche Übersetzung vergessen? Oder wie ist das? Wie kommen wir da hin? Hallo? Irgendwelche Vögelchen da oben? Jetzt müsste voll der Greifvogel hier rauskommen. Das muss Jakes Nest sein. Ach, wir wollen uns aber das Nest... Ich komm nicht ran. Ach, und den Apfel, nicht? Der sieht ja auch so verlockend aus. Hat vielleicht zufällig eine Kettensäge im Inventar? Oder vielleicht so? Da komm ich. Okay. Vielleicht so? Unmöglich, komme ich nicht ran. Ach. Nee. Lieber nicht. Das ist jetzt wieder mal eine gute Frage. Aber immerhin haben wir das vierblättrige Kleeblatt gefunden. Vielleicht gibt es hier noch eins. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, mit den anderen Leuten hier noch zu reden. Reden wir mal mit dem Schachteltyp. Wie läuft's denn so, Illusionskünstler? Hohohoho. Recht gut, Mr. Hicks. Ich hoffe, es geht Ihnen gut heute. Mir geht's jeden Tag hervorragend, Martin. Jeden Tag. Wollen Sie einen Zaubertrick sehen, Mr. Hicks? Tut mir leid, hab gerade viel zu tun.
Später vielleicht, ja? Natürlich, Sir. Kein Problem. Ich will aber jetzt. Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege? Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege, Martin? Frittierfett? Ja. Ich glaube, Bruno ist der Einzige, der sowas hat. Köche brauchen manchmal Frittierfett, Mr. Hicks. Da kriege ich immer die gleiche Antwort. Bruno, Bruno, Bruno. Der Typ hängt mir zum Hals raus. Hat er eigentlich das Weltmonopol auf Frittierfett oder was? Anscheinend. Ich weiß nicht. Aber ich hab kein Fett oder so. Tut mir leid. Ja, und die ist ja auch so schon genug dran, Martin, ne? Ist schon okay. Nee, der Bruno hat sich das also unter die Achsel geklemmt und rückt es nicht raus. Dir ist schon klar, dass hier alle wissen, dass du ein Betrüger bist, oder? Oh, Mensch. Ah, vielleicht ist die magische Schachtel das, was uns Glück bringt. Dir ist schon klar, dass hier alle wissen, dass du ein Betrüger bist, oder? Klar, aber wenn ich nur einen von denen für ein paar Sekunden unterhalten kann, tja, das ist schon mal was, oder? Oh, ist das nicht herzallerliebst. Wenn ich nicht wüsste, dass du eine ganze Familie verspeist hast, würde ich dich jetzt umarmen. Danke, Mr. Hicks. Alter. Ich wollte mit dir über deine magische Schachtel reden. Natürlich, Sir. Wollen Sie jetzt den Trick sehen? Nee, darum geht's nicht. Gib sie uns. Ich verstehe nicht. Worum geht's denn dann? Ich will die Schachtel haben. Oh ja. Bitte, Mr. Hicks. Die Schachtel ist alles, was ich habe. Die kann ich nicht einfach weggeben. Martin, Martin, Martin. Du weißt schon, dass du die Nacht im Krankenflügel verbringst, wenn ich mich wiederholen muss. Und das wäre doch wirklich schade. Findest du nicht, mein Freund? Nein, Mr. Hicks. Ich will die Nacht nicht im Krankenflügel verbringen. Na gut. Also, Martin, wie sieht's aus? Hier, bitte. Hier ist die Schachtel. Och, jetzt haben wir ihm die Schachtel weggenommen. Danke sehr. Das war sehr nett von dir. Das ist aber bitte, auch nicht die feine passen Englische. Passen Sie gut drauf auf, Mr. Hicks. Aber sicher. Mach dir keine Sorgen, ja? Ach, morgen hat der das ja eh vergessen. Das ist ja das Gute. Magische Schachtel. Oh, für die Magie. Ah, ist nur eine ganz einfache Schachtel. Ein simpler Trick. Da ist nicht mal ein Trick. Der lässt es einfach rausfallen. Das haben wir schon gesehen. So, dann probieren wir mal, ob wir die Schachtel ins Kochtöpfchen schmeißen können. Und dann müsste es ja eigentlich gut sein mit den ganzen magischen und geilen Utensilien, die uns hier alles Glück bereiten, was wir brauchen. Wieso? Wieso? Da will ich nichts hin. Warte mal, vielleicht müssen wir das andere Kleeblatt da auch noch hinschmeißen. Dafür. Okay, vielleicht müssen wir die Zigarette reinmachen. Das wird nicht klar. Okay. Das kann doch nicht so schwer sein, komm schon. Das ist kein. Wir haben so viel Scheiße im Inventar, aber es steht nichts für Glück. Vielleicht müssen wir das Essen da reinschmeißen. Es gibt kein. Nö. Die Zeitschrift. Wenn du das für. Ja, Ruhe. So, die. Das Seil. Lieber nicht. Was bringt denn noch Glück? Wir haben jetzt ein vierblättriges Kleeblatt da reingeschmissen und wir haben ein Hufeisen da reingeknallt. Vielleicht können wir das verunreinigte Essen in den Ofen stecken. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Na gut, hätte sein können. Vielleicht können wir das verunreinigte Essen mit Dünger auskleiden. Warte mal hier. Da will ich nicht. Ja, schade. Dafür. Ja gut, okay, hätte ja sein können. So. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Glücksbringer. Wir reden mal mit Alan. Übrigens, Alan, hätte ich fast vergessen. Du nimmst also am Wettbewerb teil, ja? Mhm. Stimmt. Du glaubst doch wohl nicht, dass du eine Chance hast, oder? Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Ich bin eine Legende. Keiner hat auch nur annähernd mein Talent. Meine Technik ist jenseits der menschlichen Möglichkeiten. Was soll das heißen, jenseits der menschlichen Möglichkeiten? Ich meine, dass ich bis in die Stratosphäre spucken kann, ohne dabei in Schweiß auszubrechen. Kennen Sie jemanden, der das auch drauf hat? Tja, vielleicht Matt in seinen besten Jahren. Ich habe noch nie von diesem Matt gehört. Aber der kommt an mich nicht ran. Seien Sie versichert. Klar, Mann, du bist der Beste. Geht's dir eigentlich gut hier drin? Kann ich irgendwas für dich tun? Keine Sorge, mir geht's gut. Das Einzige, was mich stört, ist die verstopfte Atmosphäre. Also das Klo. Was meinst du damit? Ich bin sicher, Menschen wie Ihnen fällt das gar nicht auf. Aber hier riecht's einfach schrecklich. Tja, ich weiß, hier riecht's nicht gerade nach Veilchen, aber da gewöhnt man sich dran. Das glaube ich nicht. Ich habe einen außergewöhnlich starken Geruchssinn. Und ich weiß ganz sicher, dass der faulige Gestank in diesem Kerker für mich nie aufhören wird. Gut zu wissen. Naja,
Ich muss los. In Ordnung. Aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ich pass schon auf. Der liebe Alan. Komm, wir hauen ihm einfach eins mit dem Brecher. Ich will ihn nicht umbringen. Ja, gut. Will ihn nur ausschalten. Aha, er will ihn ausschalten. Jetzt hat das ja schon zugegeben. Hier, wir geben ihm Dünger. Dann rennt er weg. Entschuldige, Alan. Ich kann nicht erlauben, dass du am Wettbewerb teilnimmst. Weil er hat ja gemeint, hier stinkt's. Boah, ist das mies. Wenn du gewinnst, kriege ich kein Fett. Und ich bin zu weit gekommen, als dass ich mir das durch einen Irren kaputt machen lassen würde. Erledigt. Nur fürs Protokoll. Der ist bloß bewusstlos. Hoffe ich. Das hoffen wir echt mal. Bewusstloser Alan. Können wir den irgendwie noch was klauen? Den fasse ich nicht an. Nicht mal mit einer langen Stange. Okay, vielleicht können wir ihn ja kissen. Der pennt. Der sagt eine Weile erstmal gar nichts. Okay, dann gucken wir uns nochmal an. Ich sagte, der ist völlig weggetreten. Irgendwie... Jetzt guck ich mal, ob wir den... Nee, den Dünger können wir nicht mitnehmen. Wir probieren mal mit Karl zu sprechen. Mal schauen, was der uns vielleicht sagt. Hey, wie geht's, Karl? Sehr gut, Mr. Hicks. Genieße die Tatsache, dass mir das Gefängnisleben es erlaubt, einen weiteren Tag faul auf meinem Arsch liegen zu bleiben. Du weißt, wie man sich's gut gehen lässt, Karl. Danke für das Kompliment, Mr. Hicks. Na gut, genieß es. Mach ich. Juhu. So. Na dann. Reden wir mal. Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr mit dem Abschaum. Na, das ist ja schön. Streichhölzer, Zigarettenvorrat. Können wir uns hier noch irgendwelche... Ne, die Bezüge sind alle weg, ne? Kissen ohne Bezug. Kissen... Was? Kissen ohne Bezug. Die Kissen haben alle keine Bezüge mehr. Das heißt, wir können uns auch kein längeres Seil im Grunde machen. Wir sprechen mal mit Murray. Murray? Hallo, Murray. Murray, würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Murray? Würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Tja, weiß nicht. Ja und nein. Was? Murray, sind Sie es oder sind Sie es nicht? Tja, ich glaube nicht ans Paranormale oder so, aber manchmal fühle ich mich tief im Innern so ein bisschen komisch. Wie soll man das erklären? Meinen Sie Blähung? Nein, ich habe nur manchmal so... Hören Sie auf, Murray. Ich will nichts über Ihre Verdauungsprobleme wissen. Ich will nur wissen, ob Sie einen Glücksbringer haben oder so. Klar habe ich einen. Eine Hasenpfote. Hat mir immer Glück gebracht. Echt? Eigentlich nicht. Aber ich habe sie halt gern dabei. Ist wie ein Teil von mir. Sicher. Warum fragst du? Ach, nur so. Sonst haben Sie nichts dabei, oder? Ich bringe nie Wertsachen mit zur Arbeit. Sie haben die dumme Angewohnheit, sich zu verflüchtigen. Verflüchtigen, ja? Ah! Hey, Murray! Wollen Sie einen Zaubertrick sehen? Ich kann alles einfach so verschwinden lassen. Wirklich? Ich liebe Zaubertricks. Perfekt. Ich bereite alles vor und dann komme ich wieder, okay? Oh, das wird Ihnen sicher gefallen, Murray. Ich warte hier. Okay. Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Ja, das macht natürlich Sinn. Wir luxen jetzt Murray seine Dingsbums ab. Also Murray, bereit für das jetzt Übernatürliche? Ich bin immer bereit für etwas Zauberei. Und die Hasenpfote. Okay. Also, worauf warten Sie? Geben Sie mir Ihre Hasenpfote. Hä? Oh, sicher. Für den Zaubertrick. Bitte sehr. Sie müssen besser aufpassen, Murray. Tada! Oh, ist das billig. Oh, ist das billig. Unglaublich. Das war absolut erstaunlich. Wo ist sie? Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Gut gemacht, Junge. Ich wusste, dass Ihnen das gefällt, Murray. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss los. Was heißt das, du musst jetzt los? Kriege ich meine Hasenpfote nicht zurück? Oh, die ist futsch. Wie futsch? Ich dachte... Ach, Murray, ich kann Ihnen den Trick nicht verraten. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Ja, okay. Bis dann. Oh, das ist so ein Opfer, der wehrt sich ja auch nicht. Wie geil. Oh, unsere Hasenpfote. Alter, Mortimer! Hey, Mortimer! Was soll denn das? Alter. Mortimer, gib mir die Hasenpfote zurück. Oh, komm schon, leg dich nicht mit mir an. Hab eine Menge durchgemacht, da ranzukommen.
Gib sie her! Ich warne dich, Alter. Ich hab nach all den Jahren nicht mehr viel Geduld übrig. Also überspann's nicht. Fuck, Mortimer! Dieses Grummel versteht doch überhaupt keiner. Gib mir einfach die Hasenpfote. Wenn ich's nochmal sagen muss, wirst du's bereuen. Mir reicht's jetzt. Also, du schleichst gerne im Finstern rum, ja? Ich werde dir einen Grund geben, sich im Dunkeln zu fürchten. Okay. So kriege ich die Hasenpfote nicht. Okay. Okay, okay. Das mache ich. Vielleicht müssen wir mit unseren Handlangern reden. Verschwenden wir lieber kein... Wieso denn? Wir gucken uns Morty. Mal... Morty! Bist... Ich will nicht mehr mit ihm reden. Ich muss irgendwas unternehmen, damit ich diese Hasenpfote zurückbekomme. Moment mal, jetzt sehe ich gerade, der hat ja hier oben eine Lampe. Können wir die irgendwie anmachen? Toilette, Waschbecken, verrammeltes Fenster, Mortimer Kissen. Vielleicht können wir das Fenster, vielleicht können wir das irgendwie... Nee? Können wir? Wir können ja auch nicht rein da, ne? Nee, wir können ja nicht rein. Die Tür können wir irgendwie auch nicht öffnen. Lieber nicht. Lieber nicht. Nee. Vergiss es. Ach Mann, das war ja wieder so klar, dass das schief geht, ne? Das wird nicht klappen. Können wir irgendwie Licht machen, damit wir den mal richtig sehen? Der mag ja das Dunkle nicht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ich will nicht mehr mit ihm reden. Ich muss irgendwas unternehmen, damit ich diese Hasenpfote zurückbekomme. Können wir nicht einfach nach dem greifen? Ich habe Morty noch nie angefasst und jetzt fange ich bestimmt nicht damit an. Ja, gerade hast du aber noch gesagt, du wirst ihm richtig hier, ne, und so. Da komm ich nicht ran. Ja, da kommst du nicht ran. Ist logisch, ne? Wenn die Gitterstäbe zu sind. Wenn du das für... Vielleicht müssen wir irgendwie was verbinden miteinander. Ach. Okay, dann funktioniert das bei dem Nest. Dann gehen wir erstmal dahin, an die Baustelle. Vielleicht finden wir da was, womit wir alles in Brand stecken können. Da komme ich nicht. Ach komm! Zwei Längsseil mit Haken. Ach komm, da muss doch noch irgendwas gehen. Das wird nicht... Wenn du das... Ach Mann, komm den Apfel. Da komme ich nicht ran. Ach, hör doch auf zu heulen. Das stimmt doch gar nicht. Da kommst du ran. Ich... Alter. Ich... Nochmal. Komm. Oder wir müssen vielleicht mit Murray reden. Der soll mal das Licht anmachen. Ich glaube, den habe ich... Ah, okay. Ach, Menno. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Wieso denn nicht? Ich verstehe nicht, wieso das nicht bringt. Könnte ich. Aber nein. Könnte, aber will er irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Vielleicht können wir Morty mal eine Zeitschrift andrehen. Das langweilt ihn sicher nur. Vielleicht haben wir was anderes, was wir dem andrehen können. Warum? Damit er abgelenkt ist. Weswegen denn sonst? Hier, Zigarette. Kippchen. Die behalte ich lieber. Och. Man kann ja nie wissen. Mensch, Mortimer. Obwohl, wir haben doch so viele Streichhölzer. Wir nehmen uns mal welche, wenn das geht. Das geht. Tatsache. Die behalte ich lieber. Wie können wir die... Warte mal, mit der Kippe? Es wird nicht klappen. Lieber nicht. Lieber nicht. Vielleicht können wir hier irgendwie ein hübsches kleines Feuerchen machen. Ich weiß ja nicht. Wir kommen doch ans Waschbecken theoretisch ran, oder? Lieber nicht. Ich glaube, der Sinn ist, wir müssen doch Licht machen in der Zelle von Mortimer, oder? Das wird nicht klappen. Du kannst doch die Kippe mit dem Dingsbums an... Ich verstehe das gar nicht. Wieso nicht? Ich glaube, die Handvoll Streichhölzer werden als Phosphorquelle für die Bombe ausreichen. Ach so! In meiner Zelle kann ich ja immer Nachschub holen. Ach, okay. Okay, dann holen wir uns mal noch mehr. Vielleicht geht's ja jetzt. Das reicht schon.
Okay, er sagt schon, das ist recht. Und ich sehe gerade, oh mein Gott, wir müssen den Part hier beenden. Ja, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.